Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Gratwald und zwar diesmal ein Stückchen weg vom Wegschrein von Südspitz. Nämlich hier unten, wir werden wahrscheinlich diesen Teil machen mit dem Knochengarten, nehme ich mal an. Wir werden nämlich heute Hüter der Knochen machen. Da müssen wir mal schauen, wo... Ah, da hinten. Oh, Hallöchen. Wunderbar. Dachte, ich würde hier bis in alle Ewigkeit plaudern. Verdammte Würmchen, haben nur Augen für die Lehren. Nun gut, schnallt mich an euren Gürtel und wir können beginnen. Keine Zeit zu verlieren. Kein Thema. Wovon redet ihr da und wie könnt ihr sprechen? Wie könnt ihr atmen? Ihr macht es einfach, ohne zu viel darüber nachzudenken. So ist das auch mit mir und dem Reden. Oder dem Wurmkultisten und dem Ausgraben von Knochen. Sie haben nicht einmal nachgefragt, ob sie vielleicht jemandem gehören, oder? Die Würmchen haben einfach mit dem Erschaffen von Skeletten begonnen. Der Wurmkult erschafft hier Untote? Ja, Teile von mir sind überall verstreut. Ein recht befremdliches Gefühl. Ich bin wahrscheinlich nicht das erste Skelett, das ihr wieder zusammensetzen müsst, und ich bezweifle auch stark, dass ich das letzte sein werde. Aber sobald ich wieder laufen kann, können wir herausfinden, was die Würmchen mit dem Knochengarten vorhaben. Abgemacht. In Ordnung. Ich werde eure Knochen vom Wurmkult zurückholen. Eine wunderbare Aussicht hat man von hier oben nicht. Ich meine die Landschaft. Nicht, dass ihr auf Ideen kommt. Was? Gut, lasst uns den Rest von mir suchen. Versucht es in den Lagern der Würmchen oder haut auf ein paar Skelette ein, bis meine Teile herausfallen. Ach, das geht auch? Ja, dann machen wir das auch. Tüchtige kleine Schwachköpfe. In jedem Skelett hier könnte ein Teil von mir stecken. Ja, ich komme nicht durch. Das war mein Oberschenkelknochen. Wartet, nein, mein Oberschenkelknochen ist nach links gekrümmt. Macht weiter! Zeigt mir das aber irgendwie ganz komisch an. Also hier zeigt er mir... Ja, das kitzelt. Was? Mein Becken ist schmutzig. Was haben die Würmchen damit angestellt? Es als Schaufel benutzt? Machen wir mal ein bisschen höher vielleicht. Weil das Komische ist, ja. Das ist das letzte Teil. Ah. Schnell jetzt. Legt meine Teile auf den Boden, dann setze ich mich wieder zusammen. Ja, aber dann nicht direkt hier, wo die Skelette wieder auftauchen. Oh, Hallöchen. was ich eigentlich vorher gesagt haben wollte, ich hoffe, dass ich das jetzt rausschneiden konnte, weil draußen ist gerade irgendein Wagen vorbeigefahren, der so einen Lärm gemacht hat. Und das fast 5 Minuten lang. Ich hoffe, dass ihr das nicht mitbekommen musstet. Ihr habt keine Ahnung, wie gut sich das anfühlt, wieder ganz zu sein. Auf meinen eigenen 2 Beinen zu gehen. Überhaupt Beine zu haben. Naja, auch wenn Skelettbeine sind, ne? Was kommt als nächstes? Als nächstes? Ah, ihr meint die Würmchen. Wir können sie hier nicht bleiben lassen, damit sie Knochen ausgraben, die dann noch mehr Knochen ausgraben. Die Würmchen. Ach so, ich habe am Anfang gedacht, er meint die Glühwürmchen, aber er meint... Wisst ihr, warum sie hier graben? Keine Ahnung. Das werden wir wohl untersuchen müssen, nicht wahr? Das ist genau unser Ding. Überall sind Untersuchungen anzustellen. Ihre größte Grabungsstätte ist ganz in der Nähe. Sie ist wirklich kaum zu verfehlen, falls ihr nicht zu der Sorte gehört, die Löcher im Boden übersieht. Na gut, dann mal los. Ihr stürmt los wie Fildenir die Bluttrunkene, was? Erwartet nur nicht, dass ich euch zur Hand gehe. Vielleicht reicht euch auch eine Rippe. Zeigt mit ihr auf ein Würmchenskelett und ich lasse es dann an eurer Seite kämpfen. Nein, das ist wirklich gar kein Problem. Ihr könnt mir später danken. Vorwärts zur Ausgrabungsstätte. Ja, und keine 2 Minuten später kommt dieser mega laute Wagen schon wieder vorbei und lässt meinen Pegel bis zum Gitt nicht mehr ausschlagen. Viel lauter, als wenn ich rede. Das ist schon heftig.
Wo müssen wir hin? Tiefer. Das heißt, wir müssen, nehme ich mal an. Kann ich da drüber springen? Ja! Das Ausgrabungsstätte. Ausgrabungsstätte? Ah, eine Ausgrabungsstätte werden wir angegriffen. Okay. Nicht meine Funke hier. Vergiss das. Kommt da noch jemand? Was ist mit dir? Nerv mich nicht. Wir sind gefährlich, was? Sind doch jetzt alle weg. Wieso kann ich die nicht untersuchen? Goradir, was haben sie getan? Wonach sieht es denn aus? Sie haben mein Grab ausgehoben. Was? Warum? Sie hörten nicht auf, Fragen über die Wurzeln zu stellen. Die Wurzeln? Weshalb sollten sie sich für die... Oh nein! Habe ihnen gesagt, dass das nur Ärger gibt. Aber haben sie auf mich gehört? Sind direkt zum Barenzweig gegangen, Idioten. Hey Freundin, hört mal, wir haben ein Problem. Ja. Und zwar ein ganz gewaltiges. Guckt euch mal unten links meinen rechten Fuß an. Ganz ehrlich, ich würde die Leute feuern, wenn sowas online gehen würde. Das kann doch nicht sein. Wieso sprichst du eigentlich hier jetzt gerade mit meiner Funke und nicht mit mir? Die Würmchen müssen wegen dem hier sein, was unter dem Barenzweig ist. Mit genügend kleinen Skeletten können sie die Großen ausgraben. Ich wusste, ich hätte nichts zu Edruin sagen sollen. Wer? Was habt ihr ihm gesagt? Der Anführer der Würmchen. Ich habe ihm gesagt, dass ihm die großen Knochen im Boden nichts nutzen werden, weil der Barenzweig ja dafür sorgt, dass sie weiterschlafen. Aber wenn er die Wurzeln des Barenzweigs ausgräbt, dann stirbt der Baum. Und er kann seine riesigen Würmchenskelette erschaffen und sie durch die Gegend stapfen lassen. Wie können wir ihn aufhalten? Es gibt andere, wie Goradir, die unter dem Barenzweig schlafen. Wenn sie wüssten, was die Würmchen wollen, dann würden sie helfen. Aber wir kommen dort nicht ohne die Hilfe von Weberin Amariel hin. Und sie ist nicht gerade begeistert von mir. Wo können wir Weberin Amariel finden? Sie ist oben auf dem Kamm, der den Knochengarten überblickt. Vielleicht sollte ich euch lieber alleine zu ihr gehen lassen. Nein, das ist lächerlich. Ich bin sicher, dass sie sich freuen wird, mich zu sehen. Aber nur um der Vorsicht willen, werde ich euch das Reden überlassen. Ich finde ja irgendwie so von der Stimme her hat er sowas von vom Agunia. Aber da der keinen Schwanz hat, kann er ja keiner sein. Aber die Stimme würde gut zum Agunia passen. Doch. Ja. Oh, Hallöchen, Ahnenseide. Die nehme ich doch gerne. Ja. Zeit, um mit euch zu spielen. Tut mir leid. Da ist sie. Weberin Amariel, wir brauchen eure Hilfe. Es handelt sich um einen Notfall. Dringot, wer hat euch denn wieder zusammengesetzt? Haben wir euch diese Wurmkultisten zu verdanken? Aber nein, nun nicht so ganz. Meine Freundin soll es euch erzählen. Warum habt ihr zugelassen, dass Dringot euch dazu überredet? Wisst ihr, wie viel Ärger er in den Knochengarten gebracht hat? Entschuldigt. Allein seine Gegenwart verschlimmert meine Manieren. Was braucht ihr? Wurmkultisten haben den Knochengarten übernommen. Ja, ihr Anführer Edruin hat vage Drohungen ausgesprochen, ich dürfte nicht länger bleiben. Er versucht, die alten Knochen unter dem Barenzweig auszugraben. Aber es ist unmöglich, dass er das schafft, bevor Eldenwurz eine Patrouille schickt. Also bleibe ich, wo ich bin. Sie haben bereits Goradir freigelegt. Freigelegt? Aber das würde doch Wochen dauern. Wie haben Sie das so schnell geschafft? Sie erheben eine Armee von Skeletten. Warum? Diese alten Knochen sind doch wertlos für sie. Der Barenzweig behütet sie vor Nekromantie. Aber wenn es ihnen gelingt, die Wurzeln des Barenzweigs auszugraben... Oh nein. Sie haben vor, die alten Knochen in eine Armee zu verwandeln. Wir müssen die alten Knochen aufwecken, bevor der Wurmkult es tut. Hier, das ist Nirinans Horn. Geht unter den Barenzweig und lasst vor dem Tor das Horn erklingen. Das ist der einzige Weg hinein. Es sei denn, ihr wollt dem Wurmkult beim Graben helfen.
Und lass Dringot nicht mit dem Horn davon schleichen. Okay, versprochen. Der letzte der alten Knochen. Okay, könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen, wenn ihr das möchtet. So, die Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt genau hin mit dem Horn? Ja! Einfach hier vor oder auf eine spezielle Seite. Ah, hier rein. Ah, okay. Nehmen wir doch gerne mit. Dann. Da hinten arbeiten sie. Da kommen wir wahrscheinlich dann gleich wieder zurück, wenn ich mal annehme. Das wird jetzt eh abgeschlossen sein, so wie das immer ist. Bleibt da gerade was zu lesen? Ja, komm. Ich weiß, ich ziehe euch sonst sowieso wieder nur an. Das Ruhen des Zerstörers müssen wir untersuchen. Hier finden in der Erde rastzerstörerische Knochen frei von Hast unter dem Sternenhimmel oben. Und diese Ruhe kann ich nur loben. Denn Angst brauchen die Knochen lange Zeit. Brachten die Knochen lange Zeit, den kleinen Elfen nah und weit. Aber als Zerstörer zum Schlaf sich legte, man in seinen Kopf einen Samen hegte. Wir hoffen, dass die Wurzeln tief wachsen werden und dann im Dunkeln unter den Erden Zerstörers Körper halten gefangen für lange Zeit, bis vergessen der Name der Schlange und wir ein Leben in Frieden finden. Denn nur die Zeit kann dies Biest überwinden. Okay. Haben wir hier irgendwelche schönen Opfergaben in den Ohren drin? Ich frage nur deswegen, da ist schon mal wieder ein Rezept und ein Entwurf. Moment, was war das gerade? Das Horn benutzen. Ach ja, stimmt. Wer stört das Herz des Barenzweigs? Nirenan, genug mit dem Theater. Ihr müsst uns hineinlassen. Dringot, was macht ihr denn hier? Und wer begleitet euch? Und weshalb befinden sich Eindringlinge im Wurzelwerk des Barenzweigs? Dringot, was habt ihr nur getan? Nichts. Ich versuche zu helfen. Schon wieder bringt ihr Leid über uns. Dieses Mal ist eine Verbannung zu gut für euch. Dringot, was habt ihr getan? Was nehmt ihr uns diesmal weg, Dringot? Und der Zusammenkunft bei. Hallo? Ach so, das ist noch ein bisschen weiter. Okay. Verstehe. Das ist gar nicht hier. Ihr hättet gehen sollen, Dringot. Ulfras wird euch nicht noch einmal vergeben. Warum, Dringot? Warum seid ihr zurückgekommen? Die Stimme mag ich so. Dringot, ihr wurdet verbannt und doch wagt ihr es, zurückzukommen? Wir sind in Gefahr. Nekromanten versuchen, den Barenzweig zu töten. Ihr warnt vor Gefahr. Dringot, der mit seinem Wamst einst ganze Völker niederwalzte. Eure Unruhe war es, die dazu führte, dass wir hier gefangen sind. Im Knochengarten befinden sich viele Elfengebeine. Wenn wir sie alle gemeinsam benutzen, können wir den Eindringling vertreiben. Gemeinsam? Wann habt ihr jemals etwas getan, was uneigennützig war? Schon wieder bringt ihr uns erst in Gefahr und fleht uns dann um Hilfe an. Es reicht. Ihr werdet unter dem Barenzweig bleiben, bis die Welt euch vergisst. Ulfras, wartet. Oha. Okay, wir sollen mit ihr sprechen. Wir haben keinen Ärger mit euch, Lebende. In der Tat danken wir euch, dass ihr uns erweckt habt. Die Invasoren im Barenzweig müssen aufgehalten werden. Warum kann Dringot nicht beim Kampf gegen den Wurmkutt helfen? Weil wir ihn für seine Vergehen bestrafen müssen. Die Hülle aus Elfenknochen, in die er verbannt wurde, passt nicht mehr zu ihm.
Wir werden ihn in seinen alten Schädel zurückversetzen, um den herum der Barenzweig einst gewachsen ist. Eben jener Schädel, der diesen Raum umgibt. Warum müsst ihr das jetzt tun? Die Verbrechen von Dringurt sind unverzeihlich. Einst suchten wir den wahren Tod in den fernsten Weiten der Welt. Doch sein zielloses Wandern war es, das zu unserer Gefangenschaft führte. Hier können wir niemals sterben. Okay, sterben lassen möchte ich ihn nicht. Ich hoffe, ich kann mich gleich entscheiden, wenn ich erstmal frage, erzählt mir, was er euch getan hat, angetan hat. Diese Geschichte ist ebenso lang, wie sie alt ist. Ihr würdet es tatsächlich erdulden, sie zu hören? Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nicht. Ja. In längst vergangenen Tagen sehnten sich unsere alten Knochen nach dem süßen Kuss der Sonne und nach Freunden, die wir zu Lebzeiten kannten. Doch unser ruheloses Wandern verursachte ungezähltes Leid. Wir gingen weit fort, um von der Welt vergessen zu werden, um zu sterben. Doch Dringurt wanderte weiter umher, um zu zerstören. Wieso? Er konnte es nicht ertragen, lange an einem Ort zu bleiben. Doch während er seinen Blick auf den Horizont richtete, vergaß er, auf den Boden zu schauen. Ganze Städte wurden von ihm zermalmt. Inmitten all dieser Zerstörung erkannten die Waldelfen von Falinesti seine Wanderlust als das, was sie war. Was haben sie gemacht? Sie luden ihn ein, sich den Reisen ihrer wandelnden Stadt anzuschließen. Seine Begeisterung verschaffte ihnen genug Zeit, um ihn mit einem Schlafzauber zu belegen. Ahnungslos legte er sich zum Schlafen nieder. Dann begruben sie ihn und pflanzten einen Samen in seinen Schädel. Im Lauf der Zeit wurde daraus der Barenzweig. Wenn seine Knochen geschlafen haben, warum hasst ihr ihn dann? Die Waldelfen von Falinesti fürchteten, unsere dahinschwindenden Knochen könnten ebenfalls von der Wanderlust gepackt werden. Also suchten sie nach uns und brachten uns in den Knochengarten. Hier haben sie uns unter den Schreinen von Ifre begraben und dafür gesorgt, dass man uns nie vergessen wird. Eben deshalb kann keiner von uns sterben. Ja, aber dann würde ich noch nachvollziehen, warum die Waldelfen hassen. Also hassen ist immer so ein weitreichendes Wort. Aber warum ihn? Hat Dringurt sie gebeten, euch aufzusuchen? Nein. Durch das Erzählen der Geschichte wissen wir, dass er das nicht tat. Doch seine Wanderschaft führte zu großer Zerstörung. Und seine Selbstsucht führte unsere Knochen in dieses Gefängnis. Er brachte uns das Schicksal der Endlosigkeit ein. Und dieses Verbrechen kann ihm niemals vergeben werden. Er kam hierher, um sich gemeinsam mit seiner Familie den Invasoren zu widersetzen. Strebt ihr nach Gerechtigkeit oder nach Vergeltung? Ihr beschämt uns, Außenseiterin. Vielleicht haben wir unser Urteil über ihn im Zorn gefällt. Nun gut. Dringurt wird an unserer Seite stehen, um den Barenzweig vor Schaden zu bewahren. Wenn die Invasoren abgewehrt sind, kann er selbst über sein Schicksal entscheiden. Feinde am inneren Tor! Kommt schnell! Wir werden den Wurmkult hinausdringen! Ich kann nicht glauben, dass Ulfras mich so zurückgelassen hat. Kommt! Jetzt helfen wir den alten Knochen, die neuen zurückzuschlagen. Machen wir. Zerschmettert die Knochen, die sie den ruhenden Toten stehlen. Alter. Niemals von ihm was glauben lassen. Was war das jetzt mit der Rippe gerade? Ich war ein bisschen abgelenkt. Konnte irgendwas mit der Rippe? Hä? Ich war abgelenkt. Dann habe ich ihn doch getötet. Habe gedacht, na, kannst du gleich noch, wenn der tot ist. Und dann war es irgendwie nicht mehr drin. Ziemliche Prügelei, nicht wahr? Wenn das keinen Schrecken im Herzen der Würmchen auslöst, dann weiß ich es auch nicht. Was kommt als nächstes? Denen haben wir es gezeigt. Je mehr Knochen sie uns schicken, desto mehr haben wir, um damit gegen sie zu kämpfen. Ich wette, die Würmchen hätten nie gedacht, selbst einmal zu merken, wie sich das anfühlt, was? Ja.
Und wir haben einen verstärkten mittleren Torso vom Set Laufstil des Waldläufers erhalten. Ich schätze, ihr werdet wohl weiterziehen. Ihr solltet zu Besuch kommen, uns Geschichten von euren Reisen erzählen. Wir sind uns sehr ähnlich, ihr und ich. Was werdet ihr jetzt tun? Ach, fürs Erste werde ich mich wohl noch ein bisschen hier in der Gegend herumtreiben, denke ich. Mich mit ein paar alten Freunden austauschen. Den einen oder anderen Pilger erschrecken. All dieser Dreck. Es ist schon etwas öde hier, nicht wahr? Die Würmchen waren seit Ewigkeiten das Aufregendste. Vermisst ihr sie? Nein. 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 Nur ein bisschen. So wie bei einem möglichen Weltuntergang. Die Würmchen haben für Abwechslung gesorgt. Sie haben sogar den alten Ulfras wieder dazu gebracht, sich die Beine zu vertreten. Und ich habe euch getroffen. Also, das ist doch ganz schön gewesen. Ich sollte Ihnen wirklich einen Brief schicken. Einen Brief? An den Wurmkult? Liebe Würmchen, danke für die Aufregung. Entschuldigt bitte die Sache mit diesem Etuin, aber er war schon ein ganz schöner Arsch, oder nicht? Vielleicht treffen wir uns ja mal zum Totenglockentee. Gezeichnet Dringot. Meint ihr, sie schreiben mir zurück? Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Dann ist es eine ausgemachte Sache. Jetzt müssen wir nur etwas Pergament finden. Heißes Wachs. Eine Feder. Auf jeden Fall eine Feder. Ich habe etwas Tinte oben in der Höhle von Weberin Amariel gesehen. Ich darf sie mir bestimmt mal borgen. Da bin ich mir sicher. Okay. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt so gut ist, was ich jetzt hier gemacht habe. Keine Ahnung. Aber er scheint auf jeden Fall ganz, ganz begeistert darüber zu sein. Die sind aber jetzt alle hier weg, oder? Schau mal eben nach. Ne, da unten stehen sie noch. Die stehen trotzdem noch alle hier. Okay, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, aber ist trotzdem alles abgeschlossen. Und ihr seht ja auch, hier ist es jetzt auch weiß. Das heißt, wir durften diesmal auch hier unten bleiben. Wir mussten jetzt nicht durch die halbe Karte wandern. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge unten zu der Quest gehen, Narben heilen nie. Das sind beides die gleichen. Und hier ist dann noch eins fürs Verlies. Ja gut, je nachdem, wie lange diese Quest hier unten dauert, können wir dann eventuell noch die Verlies-Quest mit dazu nehmen. Was war das denn gerade? Er hat sich gerade angehört, als ob der hinter mir gestanden hat. Naja, egal. Das war es auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Entschuldigt bitte die Autos, die draußen da umhergefahren sind. Ich weiß nicht, ob das einer von diesen, Straßenfegerwagen? Ich komme gerade nicht drauf. Also mein Kopf ist gerade ein bisschen Matsche. Ich habe auch wieder totale Migräne und ja, verzeiht mir, dass ich da nicht mehr so klar denken kann. Ich habe es auf jeden Fall so weit versucht rauszuschneiden, damit ihr nicht auch diesen riesen Lärm hören müsst. Und ja, war mal wieder eine gute Quest zwischendurch. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum er jetzt einfach so rumläuft. Ich dachte eigentlich, ja gut, die haben gesagt, er entscheidet über sein Schicksal selbst. Also nach dieser Sache, die ist ja jetzt beendet. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, was da eben mit E stand, was ich nicht lesen konnte. Ich muss mir echt nochmal die Aufnahme ansehen, ob ich damit irgendwas beeinflussen konnte. Aber naja, gut. Ich meine, ich hätte mich eh dafür entschieden, ihn am Leben zu lassen. Deswegen, er wollte zumindest jetzt nur helfen. Und ich sag mal, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber keine fünfte, sechste oder siebte. Das sollte man sich auch immer im Hinterkopf behalten. Also, es kommt natürlich drauf an, worum es geht, ne? Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.